Gut, der fließt ja nicht allzu weit. Aber ihn kann man jetzt auf jeden Fall nutzen, um einen auf ihn hier zu machen, ne? Oh. Gut, am Monster habe ich jetzt eben gerade gar nicht gedacht, aber hier sind auch zum Glück keine. Oder? Naja, ein paar. Könnte natürlich besser aussehen. Ha, ist das nicht ein geiler Fahrstuhl? Vom Allerfeinsten. So, oder wie weit bin ich denn da vorne mit den Zäunen gekommen? Bis hier habe ich das, da. Das muss ja eigentlich noch weitergehen. Ja, das muss noch weitergehen, das... Da lasse ich mich jetzt nicht lumpen. So. Ja, das wird von hinten nichts, egal. 1, 2, 3. Ha. Ja gut, machen wir es erstmal so. Dann machen wir es so. Na. Ach komm, du baust hier doch bloß Mist. Ja, da muss vielleicht auch noch was hin. Ja, immer das meiste hier irgendwie teilen und dann so und wir teilen alles. 3 durch 4 und 5 durch 8 und so weiter und so fort. Und dann haben wir auf jeden Fall ein paar Zäune, nämlich doch immerhin 88. So. Damit man hier auch wirklich nicht runterfällt. Mal gucken, wenn wir da noch einen hinsetzen. Ein bisschen abgestuft. Sieht doch besser aus. So. Für die Richtigkeit müsste das Gras da unten erstmal weg. So. Müsste der Zaun hier hochgehen. Quasi so. Das jetzt so machen, dann hier weiter. So. Jetzt darf das da aber eigentlich gar nicht mehr da sein. Ach, Mensch, da. Okay. So, aber jetzt haben wir es wieder, oder? So. Das hier wird auch noch hochgezogen. Wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir den Platz hier auf dieser kleinen Insel so gut wie möglich nutzen, ne? Nein. So, okay. Du musst leider auch weg. Und dann haben wir irgendwann die Insel hier schon komplett eingezäunt und das zeigt uns dann schon, wie klein die Insel tatsächlich ist. Nämlich sehr klein. So, und hier auch abgestuft. Ihr armen Blümchen, hättet ihr woanders gestanden, hättet ihr am Leben bleiben können. So geht das aber leider nicht. Ja, müssen wir alles nutzen, müssen wir alles nutzen, bringt alles nichts. Und hier. Puh. Man könnte... Das wäre natürlich... Ja. Jaha. Das ist es doch. Das ist eigentlich eine Idee. Das ist tatsächlich eine Idee. Das gefällt mir. So.
Und jetzt fragt sich natürlich wieder jeder, was hat der Bekloppte davor? Keine Angst, das hat schon alles irgendwie einen Sinn. Vielleicht. Nein. So. So. Ja, man... Ach, hier ist ja auch noch was. Man arbeitet sich zum Teil selbst in die Quere. Hört sich jetzt blöd an, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Man baut irgendwas, guckt und denkt sich dann, wieso hast du das eigentlich vorhin abgerissen? Oder irgendwie sowas. Dann macht man wieder was, was völlig sinnfrei war. Und dann denkt man sich, ja, wieso hast du das schon wieder gemacht? Und das denke ich mir jetzt auch gerade, weil mir hier ganz spontan gerade so ein kleiner Möchtegern-Geistesblitz kam, aus dem man bestimmt noch was machen kann. Ja, das machen wir doch gleich mal anders. Nee, ich brauche noch so. Tata. Da. Nee, das geht ja mal gar nicht. Geht ja gar nicht. So. Wo ist mein da? Wo ist mein da? Ah, hier. So. So, ein paar kommen jetzt vielleicht schon langsam drauf, was denn das hier wird. So. Nee, eigentlich doof. Eigentlich ein bisschen doof, aber naja. Ist jetzt halt mal so. Ich glaube, das stört mich. Ach, was soll's. Ist jetzt halt mal so, hätte man mit Sicherheit schöner lösen können. Aber wie gesagt, Mann und nicht Champ. So. Noch 8 Zäune und... Jo, passt genau. Und jetzt kommt nämlich hier... Ja, mit der Spitzhacke, genau. Hast du es wohl wieder, hä? Kommt nämlich hier ganz gewitzt, ja, ein ganz, ganz dummes irgendwas hin von Champ. Das war natürlich nicht der Plan. Der Plan sieht eigentlich anders aus. Nämlich so hier. Hier nochmal ein Weg ins Innere. Und jetzt müsste ich doch eigentlich dann irgendwann auf das stoßen, was ich da eh schon gemacht habe. Vermutlich nicht. Wo komme ich denn hier jetzt hin? Jetzt bin ich hier... Ach! Okay. Dann gehen wir nochmal da lang. So. Dann haben wir das hier nicht so blöd aufgerissen. Da gehen wir dann nämlich immer unseren Weg hier. Ahaha. Aua. Naja, trotzdem doof. So, und dann haben wir hier nämlich über unseren Weg. Und den schleichen wir hier lang und niemand weiß, wohin er uns führt. Außer wir selbst. Oh Gott, da muss ich aufpassen, wenn ich hier mal ein bisschen zu schnell bin. Dann liege ich auch ganz schnell mal unten, ne? Da muss ich ein bisschen, muss ich vorsichtig sein. Tada! Ups, Alter. Da brauche ich auf jeden Fall noch einen Cleanstone. Da muss ich mal am Ofen. Jetzt muss ich aber auch immer den Weg dann wieder zurücklaufen, ne? Ist natürlich auch doof. Und
hier, na gut, das sieht dann ein bisschen komisch aus. Ach, was soll's, das. Das geht noch, ist noch zu verkraften. Ja, die Creeper, also den Wasserfahrstuhl sollte ich jetzt nicht nehmen. Da würden mich Creeper ganz, ganz unangenehm überraschen. Ich will jetzt noch irgendwo. Sollte ich das tatsächlich noch größer machen? Mir fehlt noch eine ganz wichtige Fläche. Aber zumindest so, dass man den unteren Teil doch noch dazu nimmt. Das da, weil da hätte ich Pläne. Ich hätte in der Tat, hätte ich hier Pläne. Oh! Oh Gott! Hey! Hey! Was ist denn hier los? Ich kann hier gerade nichts machen. So, konzentrieren. So, wir sind, ja, sofort wieder zurück. Boah. Hab ich mich gerade saumäßig erschrocken, aber sowas von. Auch sind da auch bloß zwei Spinnen, ne? Ist ja nicht so, dass ich irgendwie acht Spinnen hier haben will oder so. Auch jetzt haut doch ab, sagt mal. Kriege ich die überhaupt mit der Hand tot? Ich muss das hier ausleuchten, aber sowas von. Mann, jetzt haut doch ab hier, scheiß Viecher. So. Wehe, da ist jetzt alles runtergefallen. Wehe. Also ich sehe da nur Erfahrung. Gott, hey, habe ich mich erschrocken. Das geht ja gar nicht. Da ist einer auf der Aufnahme. Was sind das? Irgendwas, was keine Textur bei mir hat. Aber was soll das sein? Bin leicht verwirrt. So, brauchen wir mal. Ich meine, hier auf dem Glas spawnt eh nichts, aber ich mache jetzt erstmal Extreme Ausleuchting mit meinen ganzen 8 Fackeln, die ich habe. Wow. Das dürfte vielleicht schon etwas abschrecken. Und hier haben wir natürlich auch keine Kohle mehr. Ich bin mehr als gut vorbereitet, sage ich dazu nur. Ach Gott. Gott, oh 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 Gott. Dann machen wir jetzt aber Folgendes, nämlich. Schlafen. Und hier mache ich jetzt mal bewusst irgendwas auffällig Falsches hin. Wie? Nee, das nicht. Wie? Ein Kobbel, genau. Damit ich weiß, dass da noch ein Cleanstone hin muss. So, gute Nacht. Nom, 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 nom. Ah, die Erfahrung, die darunter gefallen ist, ist. Oh! Schlechte Idee, schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Ah, die Erfahrung ist ja anscheinend auch. Sämtliche Erfahrung, die ich hatte, oder? Ach, und eine Axt noch. Boah. Was wollt ihr jetzt hier? Ach, ein Creeper. Ach, ein Eimer. Spring! Oh mein Gott, ist das verrückt. Die scheiß Creeper, die einen hier die Landschaft immer kaputt machen. Aber ich musste halt gucken, ob ich hier noch irgendwas Wichtiges verloren habe, als ich von der Ecke darunter gestürzt bin. Was liegt da? Nee, das war nicht vom Sturz. Vorsichtig sein, wachsam sein, Champ, du weißt. Das geht auch ganz schnell wieder nach hinten los. Nein, geh da nicht runter. Doch, ich muss.
Ich brauche Kohle. Hallo, ich brauche Kohle. Junge.